Die Pyramiden von Gizeh, eines der 7 Weltwunder, versetzten die Menschen seit Jahrhunderten in Ehrfurcht. Diese gewaltigen Bauwerke, die von einer uralten Zivilisation ohne moderne Werkzeuge oder Geräte errichtet wurden, sind sogar aus dem Weltraum sichtbar. Joe Rogan glaubt, dass die Geschichte in Zyklen verläuft und dass wir immer denken, wir seien auf dem Gipfel der menschlichen Errungenschaften. Die Pyramiden von Gizeh sind geheimnisumwittert und Forscher auf der ganzen Welt versuchen, die Geheimnisse hinter ihrem Bau zu entschlüsseln. Die Theorie der Auswirkungen der jüngeren Dryas fügt jedoch eine weitere Ebene der Komplexität hinzu und lässt uns mit einer brennenden Frage zurück. Wie haben die Menschen vor 12.000 Jahren diese Wunderwerke gebaut? Hatten sie Zugang zu Wissen und Technologien, die im Laufe der Zeit verloren gegangen sind? Joe Rogan erklärt uns die Theorie der akustischen Levitation, die besagt, dass Schallwellen genutzt wurden, um die massiven Steine beim Bau anzuheben und zu platzieren. Die Pyramiden von Gizeh sind zweifelsohne eines der beeindruckendsten von Menschenhand geschaffenen Wunder der Welt. Millionen von Menschen strömen jedes Jahr zu diesen majestätischen Bauwerken und staunen über ihre Größe und Komplexität. Die größte der 3 Pyramiden, die Cheops-Pyramide, ist an ihrer Basis beeindruckende 230 Meter hoch und war ursprünglich 146 Meter hoch. Aber das Erstaunlichste an den Pyramiden ist, wie sie gebaut wurden. Wie schafften es die alten Ägypter, über 2 Millionen Kalksteinplatten mit einem Durchschnittsgewicht von 2,5 Tonnen pro Platte zu heben, um diese kolossalen Bauwerke zu errichten? Die gängige Wissenschaft geht davon aus, dass dies mit Seilen, Flaschenzügen, Rampen, Einfallsreichtum und brachialer Gewalt geschah. Aber steckt mehr dahinter? Einige behaupten, dass die Pyramiden mit Hilfe von Schallschwebetechnik gebaut wurden, eine ebenso faszinierende wie umstrittene Idee. Obwohl es keine Berichte aus erster Hand darüber gibt, wie die Pyramiden gebaut wurden, bietet das schriftliche Zeugnis eines arabischen Historikers aus dem 10. Jahrhundert namens Abu Hassein Ali Masudi einige faszinierende Anhaltspunkte. Stell dir vor, du reist ins alte Ägypten und wirst Zeuge des Baus der großen Pyramiden und staunst über das Wunder und das Mysterium, wie diese gewaltigen Bauwerke entstanden sind. Abu Hassan Ali al-Masudi war einer der wenigen Glücklichen, die Gelegenheit hatten, die Schönheit der Pyramiden zu besuchen und zu dokumentieren. Seine Schriften sind eine wertvolle Quelle für moderne Forscher, die versuchen, das Geheimnis zu lüften, wie diese kolossalen Steinblöcke bewegt wurden. Laut al-Masudi wurde ein magisches Papyrus unter jeden Stein gelegt, bevor er mit einem Metallstab angeschlagen wurde, sodass er schwebte und sich auf einem mit Steinen gepflasterten und von Metallzäunen umgebenen Weg bewegte. Die Steine schwebten den Weg entlang und kamen genau an ihrem Platz zum Stehen. Könnte die Schallschwebetechnik die Antwort auf die Frage sein, wie die Pyramiden gebaut wurden? Die Geschichte, wie die alten Ägypter die Pyramiden mit Hilfe der Schallschwebetechnik bauten, ist faszinierend. Sie wirft jedoch einige Fragen über die Ursprünge dieses Wissens auf und darüber, ob es Teil der mündlichen Überlieferung der Ägypter war oder einfach das Produkt eines fantasievollen Geistes. Die Theorie des Schwebens scheint abgehoben zu sein, aber es gibt auch konkrete Wissenschaft dahinter. Könnte der Aufprall des Steins die Vibrationen verursacht haben, die zur Schallschwebe führten, oder waren magnetische Levitationen im Spiel? Bei der unglaublichen Größe und dem Gewicht der Kalksteinplatten, die zum Bau der Pyramiden verwendet wurden, ist es schwer vorstellbar, dass sie ohne irgendeine bemerkenswerte Technologie bewegt werden konnten. Unabhängig davon, ob al-Masudis Geschichte wahr ist oder nicht, fasziniert das Geheimnis um die Pyramiden die Menschen nach wie vor und stellt unser Verständnis davon in Frage, wozu antike Zivilisationen fähig waren. Zahlreiche Berichte über akustische Levitation stammen von Reisenden aus dem Fernen Osten, die behaupteten, Mystiker oder Asketen gesehen zu haben, die Gegenstände mit Hilfe von Schall schweben lassen konnten. Kristen Beck erklärte in der Joe Rogan Show, dass dies keine Anspielung auf das Beten oder Singen in Kirchen ist. Es gab eine Zeit, in der ein Großteil der Menschheit mindestens einmal in der Woche zusammenkam, um gemeinsam zu singen und zu beten. Ein erstaunlicher Bericht stammt von Jarl, einem schwedischen Mediziner, der 1939 in eine abgelegene Region Tibets geschickt wurde, um einen heiligen Mann des tibetischen Buddhismus mit einem unbekannten Leiden zu behandeln. Nachdem er einige Zeit mit den Mönchen verbracht hatte, gewann er ihr Vertrauen und als Geste der Dankbarkeit verblüfften sie ihn mit einer Vorführung von Schallschwebetechnik. Die Mönche legten einen großen, schweren Stein auf eine Lichtung und stellten in einem Bogen von 90 Grad 19 Musikinstrumente, 13 Trommeln und 6 Trompeten um ihn herum auf. Sie begannen zu singen, zu skandieren und die Instrumente im Gleichklang zu spielen. Nach kurzer Zeit erhob sich der Stein in die Luft und erreichte eine Höhe von 250 Metern, bevor er zum Stillstand kam. Dr. Jarl behauptete, er habe das Phänomen aufgezeichnet, aber die angeblichen Filme wurden nie gefunden. Doch seine Zeichnungen von dem Ereignis sind bis heute erhalten geblieben.
Joe Rogan teilte dann einen faszinierenden Clip mit seinem Publikum. Schaut euch das an, ja, das ist wirklich seltsames Zeug. Die Ultraschallwellen bringen diese Objekte zum Schweben. Sie schweben in den Ultraschallwellen, rief er aus. Aber das ist kein einzigartiges Experiment. Wissenschaftlerinnen erforschen die akustische Levitation schon seit einiger Zeit und haben es geschafft, mikroskopisch kleine Partikel und Flüssigkeitströpfchen mit Hilfe von Schallwellen zum Schweben zu bringen. Sie erzeugen mehrere Frequenzen und benutzen vibrierende Platten, um ein akustisches Feld zu erzeugen, das die Partikel einfängt. In zwei kürzlich durchgeführten Versuchen konnten Forscher leichte Polystyrolkugeln schweben lassen, die größer waren als die anhebenden Wellenlängen, was ein großer Durchbruch bei der Kontrolle des gebündelten Schalldrucks ist. Im Jahr 2016 führte ein Team von Wissenschaftlerinnen aus Großbritannien und Brasilien einen Test durch, bei dem sie eine 50 mm Polystyrolkugel mehrere Zentimeter über dem Boden schweben lassen konnten und sie verweilte dort für die Dauer der Schallwellen. Im darauffolgenden Jahr gelang es einem anderen Team der Universität Bristol, eine Styroporkugel mit einem Durchmesser von 2 cm in die Schwebe zu bringen. Diese Experimente mögen trivial erscheinen, aber sie erforderten zwei völlig unterschiedliche Strategien. Das britisch-brasilianische Team reihte 3 Ultraschallwandler in eine Dreibeinkonfiguration auf und durchbrach damit die bisherigen Beschränkungen der Objektgröße für akustisches Schweben. Indem sie eine stehende Schallwelle erzeugten, konnten sie die Schwerkraft an einem bestimmten Ort ausgleichen. Diese laufenden Experimente zeigen das Potenzial von Schallwellen bei der Manipulation physikalischer Objekte, was erhebliche Auswirkungen auf Bereiche wie Medizin und Materialwissenschaften haben könnte. Den Forschern der University of Bristol ist es gelungen, mit nur einem Ultraschallwandler und einem Schallreflektor eine stationäre Schallwelle zu erzeugen, die trotz mehrfacher Rückstrahlung konstant bleibt. Dieses Experiment beweist, dass es verschiedene Techniken gibt, um Schwebezustände durch die Manipulation von Schallwellen zu erreichen. Wenn die Wissenschaftlerinnen tiefer in dieses Forschungsgebiet eindringen, werden sie eventuell noch fortschrittlichere Methoden zur Überwindung der Schwerkraft durch Schall entdecken. Wer weiß, welche innovativen Wege sie noch finden werden. Bestimmt gibt es noch effektivere Methoden als die, die sie bereits entdeckt haben. Außerdem schlug Graham Hancock im Podcast vor, dass beim Bau der Pyramiden übersinnliche Kräfte zum Einsatz gekommen sein könnten, was darauf hinweist, dass antike Zivilisationen den menschlichen Geist genutzt haben könnten, um außergewöhnliche Leistungen zu vollbringen, die unser Verständnis übersteigen. Kürzlich entdeckten Forscher des Scan Pyramids Project, eines internationalen Teams, das die Pyramiden mit nicht-invasiven Techniken untersucht, einen verborgenen Hohlraum in der großen Pyramide von Gizeh, der über 30 Meter lang ist. Dieser unglaubliche Fund stützt Hancocks Theorien und ist die bedeutendste innere Struktur, die seit Jahrhunderten in der Pyramide gefunden wurde. Die Entdeckung wurde durch die Millionenradiographie ermöglicht, ein bildgebendes Verfahren, das zuvor noch nicht in den Pyramiden eingesetzt wurde und sowohl Archäologen als auch Physiker in helle Aufregung versetzt hat. Die Frage ist nun, welche Geheimnisse diese rätselhafte Kammer birgt und wie die alten Ägypter sie erschaffen haben. Diese Entdeckung zeigt einmal mehr, wie viel wir noch nicht über den Bau dieser beeindruckenden Bauwerke wissen. Die Myonenradiographie ist eine clevere Methode, bei der subatomare Teilchen, sogenannte Myonen, verwendet werden, um feste und leere Räume innerhalb von Strukturen zu kartieren. Diese Teilchen werden von kosmischen Strahlen erzeugt, die mit der Erdatmosphäre kollidieren und können mit speziellen Filmen und Detektoren nachgewiesen werden, die ihre Bewegungen in 3D verfolgen. Indem sie mehrere Myonen Detektoren strategisch um eine Struktur herum platzieren, können Wissenschaftlerinnen leere Räume über Festmaterialien schnell identifizieren. Laut dem Teilchenphysiker Roy Schwitters sind Myonen ideal, weil sie genug Energie verlieren, um von Wissenschaftlern entdeckt zu werden, aber nicht so viel, dass sie vom Ziel absorbiert werden. Die Entdeckung eines verborgenen Hohlraums in der großen Pyramide von Gizeh wurde durch ein Team von Forschern unter der Leitung von Kunihiro Morishima ermöglicht, das Myonendetektoren in der Pyramide installierte und mehrere Monate lang Daten sammelte. Die Richtigkeit der Ergebnisse wurde von 2 weiteren Teams aus Japan und Frankreich bestätigt, die unterschiedliche Methoden zur Beobachtung der Myonen verwendeten. Ägyptologen haben Hypothesen über die Verwendung des Hohlraums formuliert, aber Graham Hancock interpretiert ihn als Beweis für seine seit langem vertretene These, dass die Pyramiden keine bloße Begräbnisstätten waren, sondern vielmehr Maschinen, die zur Nutzung und Manipulation von Energie entwickelt wurden. Er behauptet, dass das Vorhandensein des leeren Raums die Vorstellung untermauert, dass antike Gesellschaften über übersinnliche Fähigkeiten verfügten, die wir heute nicht mehr haben.
Nicht nur die Pyramiden sind aus riesigen Steinblöcken gebaut, sondern auch zahlreiche andere historische Gebäude und Monumente auf der ganzen Welt, die aus solchen kolossalen Steinen errichtet wurden. Leider bleiben die Details, wie diese Steine transportiert und gehoben wurden, ein Geheimnis, das durch die Zeit und durch die Abgeschiedenheit bestimmter Gebiete wie dem Himalaya verloren gegangen ist. Oder sind sie wirklich verschwunden? In Homestead, Florida gibt es ein faszinierendes Bauwerk, das als Coral Castle bekannt ist und von dem lettischen Einwanderer Edward Liedskalnin errichtet wurde. Ab 1920 arbeitete er 2 Jahrzehnte lang im Geheimen an seinem Meisterwerk, das ursprünglich Rockgate Park hieß. Liedskalnin schaffte es mit seinen bloßen Händen, erstaunliche Skulpturen und Strukturen zu extrahieren, zu formen, zu transportieren und zu errichten und arbeitete oft nachts, um nicht entdeckt zu werden. Man schätzt, dass für den Bau der Mauern und Türme des Schlosses 1000 Tonnen Korallengestein verwendet wurden und weitere 100 Tonnen wurden für die Herstellung von Möbeln und Kunstwerken verwendet. Noch unglaublicher ist, dass Liedskalnin all das ohne die Hilfe großer, schwerer Maschinen geschafft hat. Einige neugierige Jugendliche behaupteten zwar, dass sie gesehen haben, wie er riesige Korallenstämme in die Luft hob, als wären es Ballons, aber niemand hat je herausgefunden, wie er es geschafft hat, solch enorme Objekte zu bewegen. Liedskalnin war sehr verschwiegen, was seine Techniken anging, und verriet nur einmal, dass er die Geheimnisse der Pyramiden und anderer antiker Bauwerke entdeckt hatte. Traurigerweise nahm er diese Geheimnisse mit ins Grab und lässt uns mit der Frage zurück, wie er solche unglaublichen Ingenieursleistungen vollbringen konnte. Was denkst du darüber? Hinterlasse uns unten einen Kommentar.